Servus Leute, heute sind wir wieder draußen. Heute kochen wir im Kasan. Heute machen wir ein Gericht, was sehr schnell geht und sehr einfach ist und schmeckt vor allem. Ja. Dafür benötigen wir Hähnchenkeul, die haben wir schon mariniert und haben eine Stunde stehen lassen. Ihr könnt marinieren, wie ihr das wollt. Ja, also jedem das seine. Oder wenn ihr wissen wollt, wie ich das gemacht habe, einfach kommentieren. Danach brauchen wir Kartoffeln, Zwiebeln, Frittieröl haben wir heute, Pilze, Grünzeug, Knoblauch, Salz, Süßpaprika und gemahlenen Pfeffer. Ja. Später wird das Ganze hier zusammen vermischt und kommt dann in den Kasan rein. Also jetzt starten wir, let's go. So, jetzt geben wir unser Öl dazu. So, jetzt kommen als erstes unsere Kartoffeln rein. Die Kartoffeln werden wir jetzt frittieren, bis die fertig sind. Und dann holen wir die raus. So, die Kartoffeln salzen wir auch. So, jetzt holen wir die Kartoffeln raus. Schaut mal, wie knusprig die aussehen bei uns. So, jetzt kommen unsere Hähnchen rein. So, jetzt werden wir die genauso anbraten wie die Kartoffeln, bis sie fertig sind, und dann holen wir die auch raus. So, jetzt holen wir unsere Hähnchenkeulen raus. Schaut euch das mal an. Schaut, das riecht sogar, weil die Marinade auch... Boah. So, jetzt haben wir unseren Kasan ein bisschen sauber gemacht, weil da war so ein Stückchen von Essenresten drin, und jetzt machen wir neu. So, jetzt kommen unsere Zwiebeln rein. So. Und die werden wir jetzt anbraten. So, jetzt kommen unsere Pilze rein zu den Zwiebeln. Auch noch durchmischen, anbraten. So, das ganze Salz wir noch ein bisschen. Ja. So, das mischen wir das Ganze durch. Boah, ich sag euch, das riecht Bombe. So, jetzt kommen unsere Kartoffeln wieder zurück. Alles rein. Direkt darauf kommen die Hähnchen auch wieder zurück. Salzen wir ein bisschen, weil alles ist ja schon eigentlich gesalzen. So, jetzt geben wir den Pfeffer dazu, gemahlen. Unsere Edelsüßpaprika. Unsere Kräuter mit Knoblauch, die wir schon gemischt haben, die kommen auch hier rein. So, ganz vorsichtig durchrühren, damit die Kartoffeln kein Brei wird. Boah, das riecht so Hammer, ich sag's euch. Wahnsinn. Ah. Jetzt machen wir den Deckel zu. Und für 3 Minuten. Und dann holen wir das Ganze raus. So, und jetzt ist es fertig. Und das Ganze holen wir jetzt raus. Ah, der Geruch ist einfach bombastisch. Danke. So, Leute, so sieht das Ganze aus. Und es riecht einfach Bombe, und jetzt gehen wir rein und probieren das Ganze. So, und jetzt kommt der Geschmackstest. Jetzt machen wir mal so. Es schmeckt sehr, sehr lecker. Ich kann euch nur empfehlen, macht's nach. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und bleibt gesund.